Wahlabend in Köln. Da mache ich mich natürlich schick, ganz traditionell. Schön rasieren, Ohrhaare abflemmen, Nasenhaare ziehen und Augenbrauen wachsen. Ja, ich glaube, das würde Erdogan gut gefallen, oder? Oder ist es zu anbiedernd? Dann ab auf die Kolbstraße, die deutsch-türkische Straße in Köln. Aber hier könnte ja auch ein bisschen mehr Party sein. Jetzt fahre ich ja vielleicht nächste Woche in die Türkei, tatsächlich. Und eventuell interviewe ich auch Erdogan. Haben Sie irgendwelche Tipps, wie ich das angehen kann? Was sollte ich sagen, was sollte ich besser nicht sagen? Nicht in die Augen schauen. Oh, echt? Ja. Das ist wie bei Raubtieren eigentlich, ne? Genau. Okay. Wie bei dem, wie im Gorilla-Gehege. Ja. Haben Sie etwas gegen Erdogan? Nein. Die Frage ist ja folgende. Ich darf in die Türkei. Ja. Was sollte ich beachten, wenn ich ein Interview mit Erdogan führe? Gar nichts. Ganz normal. Wir werden nicht festgenommen. Das ZDF schickt mich nächste Woche in die Türkei. Oh wei. Da würde ich aber ein bisschen aufpassen. Also ich gebe Ihnen jetzt diese Tröte. Und Sie tröten immer, wenn ich ein Thema sage, das ich besser nicht ansprechen sollte bei Erdogan. Ja? Okay, wir gehen mal durch. Also ich tröte? Sie tröten bei brenzligen Themen. Alles klar. Sonnenblumen. Ja, noch habe ich ja nichts gesagt. Wie muss man so vorsichtig sein? Ja. Ich habe vielleicht die Chance, nächste Woche in die Türkei zu reisen und vielleicht ein Interview mit Erdogan zu führen. Viel Spaß. Katzenbabys. Pressefreiheit. Ich gebe Ihnen 20er, wenn Sie nicht Erdogan wählen. Also 20 Lira. Ich würde mir 20.000 geben. Ja, ja. Würde ich nicht da mich einlassen drauf. Gedichte? Große, teure Paläste? Menno, hier ist ja immer noch nichts los. Na, dann habe ich ja noch Zeit für eine Expertin. Frau Sieper, wie kann es sein, dass man jahrelang demokratische Standards abbaut und dann doch in eine Stichwahl muss? Wer hat da versagt? Das ist eine sehr gute Frage. Insbesondere, wenn man auch die Möglichkeit hatte, das ganze Wahlsystem so zu verändern, dass man am Ende auf jeden Fall gewinnt. Da ist offenbar sehr viel schiefgelaufen. Sie können jede Themen, was Sie wollen, können Sie ihn fragen. Und ich komme sicher wieder raus? Auf jeden Fall. Und Sie holen mich zur Not raus? 100.000%. 100.000%. Machen Sie sich keine Sorgen. Alles klar. Ihr auch. Okay. Keine Sorge. Top. Das Auto noch davor, bitte. Ja. Genau das Auto davor, dass wir Jubelbilder haben. Leute, wir müssen das ein bisschen inszenieren, das ist Fernsehen, wenn hier nichts los ist. Ich gebe ein Zeichen und dann geht hier die Post ab, ja? Ich gebe ein Zeichen und dann richtig Gas geben. Okay. Und los! Ja, Otto Corso. Leute, hier ist eine Wahnsinnsstimmung. Ein Auto jagt das andere. Wahnsinn, was hier los ist. Ich kann euch sagen, irre. Da hinten schon wieder ganz viele, die sind jetzt nicht im Bild, aber überall ist hier, also Wahnsinn, damit zurück ins Studio, irre, was hier los ist. Hallo YouTube, unten könnt ihr den Kanal abonnieren, er deutet nach unten in die Infobox. Neben mir gibt es weitere interessante Videos, Verlinkungen, vielen Dank.